IO-Link ist die ideale Technologie, um effizient und einfach alle möglichen Sensoren und Aktoren mit ihrer Steuerung zu verbinden. Vergessen Sie große Schaltschränke, aufwendige Klemmleisten, teure Stecker und nervige Fehlersuche. IO-Link ist ein standardisiertes Punkt-zu-Punkt-Protokoll, das zum Austausch von Daten zwischen Sensoren und Aktoren und der Steuerungsebene verwendet wird. Es ermöglicht die Übertragung von Prozessdaten, Dienstdaten und Ereignissen und auch die einfache Parametrierung von Sensoren und Aktoren. Durch die universelle Anwendbarkeit verbessert IO-Link die Diagnosefähigkeiten, erleichtert die Wartung und Instandhaltung und ermöglicht eine effizientere Automatisierung. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das Herzstück einer jeden IO-Link-Topologie ist der IO-Link Master. Bei dieser Version handelt es sich um unsere neueste Generation, den XG1 Master. Der Master mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ist das Besondere daran? Dieser Master mit 8 IO-Link-Ports hat ein ganz neues Gehäusekonzept aus Kunststoff. Und das bringt viele Vorteile mit sich. Zunächst ist der Master deutlich leichter als seine Metallkollegen. Damit kann er auch in gewichtssensitiven Applikationen, wie zum Beispiel am Greifer eines Roboters, angebracht werden. Selbstverständlich ist das Gehäuse dicht und nach IP67 zertifiziert und dazu komplett recycelbar. Platine und Gehäuse können voneinander getrennt werden und bleiben so dem Materialkreislauf erhalten. Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Technisch bietet der Master auch einiges an Innovationen. Der Hauptpunkt ist hier sicherlich die Multiprotokollfähigkeit. Das bedeutet, dass der Master nicht nur einen Feldbus beherrscht, sondern mehrere. In diesem Fall ist das Profinet und Ethernet IP. Weitere Feldbusse werden bald per Firmware-Update verfügbar sein. Bei den klassischen Feldbus-Schnittstellen ist aber noch nicht Schluss. Der Master spricht zudem auch REST API und MQTT. So lässt sich der Master auch ohne konventionelle Steuerung in eine IT-Landschaft einbetten und alle Daten der Sensoren und Aktoren dort nutzen und weiterverarbeiten. Wo wir gerade beim Thema IT-Landschaft sind. Die XG1 Master unterstützen das Protokoll HTTPS. Das sichert Vertraulichkeit und Integrität in der Kommunikation zwischen Web-UI und Webbrowser. Darüber hinaus sind die XG1 Master mit der Balluf-Update-Plattform ausgestattet, mit der man automatisch nach einer neuen Firmware-Version suchen und bei Bedarf die Module bequem aktualisieren kann. Das macht den Umgang mit den Mastern ziemlich bequem und einfach. Die Master gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit einem L-kodierten M12-Power-Anschluss und einmal mit einem A-kodierten Power-Anschluss. Sie können also ganz bequem die Variante nehmen, die in Ihrer Anlage zu finden ist. Bei Neuprojekten kann dies der M12 L-kodierte Stecker sein. Wenn ich jetzt aber einen Master an einer Anlage nachrüsten will, kann es durchaus sein, dass ich nur einen A-kodierten Stecker habe, der vielleicht von einem nicht mehr benötigten Gerät über ist. An dem Stecker, wo vorher vielleicht noch ein Sensor hing, kann ich nun einfach den IO-Link Master hängen, den Feldbus verbinden und dann bin ich schon fertig und habe einen vollwertigen IO-Link Master mit minimalem Aufwand integriert. Und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfacher geht es nicht. Starke Leistung und niedrige Kosten. Das gilt für IO-Link im Allgemeinen und für unsere neuen XG1 Master mit Kunststoffgehäuse im Speziellen. Balluf bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre Automationsaufgaben zu meistern. Sprechen Sie uns gerne an. Wir finden die ideale Lösung für Ihre Automation.